Demokratie ist ein kompliziertes Verfahren, das eine Reihe von Voraussetzungen hat. Wir haben ja vorhin schon sozusagen über Arbeitsethos in der Arbeitsgesellschaft gesprochen. Und Demokratie lebt davon, dass Menschen bereit sind, sich zu engagieren für die Demokratie. Wenn wir über den Untergang und Zerfall von Demokratien sprechen, dann gucken wir in der Regel auf äußere Feinde oder auf innere Gegner. Aber wir haben zu wenig im Auge, dass es so etwas wie einen stillschweigenden Rückzug von vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Politik gibt, die sich nicht mehr engagieren, die nicht mal mehr zur Wahl gehen. Wenn ich an meine Jugend denke, wo bei Bundestagswahlen eine Wahlbeteiligung von hohen 80, gelegentlich 90% waren und man heute drauf schaut, sozusagen, es zeigt, dass Demokratie in der Gefahr steht, von innen her auszutrocknen. Und das ist jetzt im Prinzip nichts Neues, denn wenn wir mal sagen, bürgerpartizipative Ordnungen, also Ordnungen, in denen die Teilhabe der Bürger eine Voraussetzung für das Funktionieren des Systems ist, hat es immer gegeben, aber sie sind auch häufig untergegangen, zerfallen. An dem, was Etienne de la Boétie, also der Freund von Montaigne, Servitude volontaire, freiwillige Knechtschaft, genannt hat. Nicht sozusagen, man bekommt das Angebot, ach, du musst dich ja gar nicht drum kümmern. Das genügt ja, wenn du ein konsumistisches Verhalten zur Politik hast, guckst, welche Partei gefällt dir, wie ein Käufer im Supermarkt schaut und die Preise miteinander vergleicht und so weiter. Und gleichzeitig sozusagen, während der Input der Bürger immer geringer wird, wird aber die Erwartung an die Politik, was sie alles zu leisten hat, immer größer. Nicht? Da haben wir es mit der klassischen Schere zu tun. Und solche Scheren sind das Problem von Ordnungen. Und das ist etwas, was mich besorgt und, wie Sie gesagt haben, auch bedrückt. Bela, spürst du diese Schere auch? Ja, ich habe das Buch, das Professor Münkler geschrieben das hat, hier. Gelesen tatsächlich. Großartig, ja, vielen Dank. Finde ich sehr interessant. Da sind auch viele interessante historische Reminiszenzen drin. Aber ich glaube, Sie haben eine, habe ich sozusagen als Kernthese entnommen, dass der Bürger sich mehr engagieren sollte in der Politik. Also Medienkompetenz ist das eine und das andere ist eben mehr Engagement. Aber ich glaube, Politik macht es den Bürgerinnen und Bürgern wirklich nicht leicht, sich zu engagieren, weil in vielen Parteien ist noch das alte Verfahren, der eine protegiert den einen, der andere protegiert den anderen. Man muss sich hochdienen, in Hinterzimmern schwer einsaufen, immer noch. Plakate kleben. Ja, würde man ja machen, das glaube ich schon. Aber die Lebenswirklichkeit von Menschen ist einfach eine ganz andere, von jungen Menschen auch. Die sind autark, die sind unterwegs, die wechseln alle 2-3 Jahre ihren Wohnort auch, sodass sie gar nicht mehr in diesen Strukturen da agieren können, die aber gefordert sind immer noch von der Politik. Und deswegen boomen solche Organisationen wie Fridays for Future, viele von diesen NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die natürlich viel, viel modernere Strukturen haben, die vernetzt sind überall, die auch sowas gar nicht voraussetzen, sich da immer hochzubuckeln. Und da ist, glaube ich, Politik wirklich im Hintertreffen. Und wenn sich diese Strukturen nicht ändern, dann haben wir wirklich ein Nachwuchsproblem oder die Hälfte kommt eben aus dem öffentlichen Dienst, die im Bundestag sitzen. Ja, ja. Also ich meine, Sie haben noch mal darauf hingewiesen, nicht Regierungsorganisationen, die machen es den Leuten leicht, entweder indem sie sagen, ihr habt ein gutes Gewissen, wenn ihr uns ordentlich Geld spendet. Und wir machen dann da spektakuläre Aktionen, teilweise mit Industriekletterern und anderen, wie das eine Zeit lang von Greenpeace ja praktiziert worden ist. Oder auf der anderen Seite, ihr klebt euch mal irgendwo an oder werft Suppe gegen ein Bild. Ja, aber nicht nur, das darf man auch nicht so nur so abtun, weil die haben natürlich auch Strukturen, die flexibel sind, die atmen sind, wo ich mich engagieren kann, wo ich mich vernetzen kann. Es gibt ja auch beispielsweise die Junge Union, die Junge Liberalen, die wollen ja auch flexibel sein. Ja, aber die werden immer weniger. Ja, das ist so immer weniger, immer kleiner. Wenn du dich aber nicht hochbückst, ja. Und ich habe da wirklich, ja, nur bin ja 9 Jahre mit dabei und wir sind ja in Berlin noch angetreten, ja, damals mit den Freien Wählern. Ich habe gesagt, okay, ich bringe den Kinderschutz in Berlin rein. Die Wahlen. Demokratie in Berlin mit den Wahlen lassen wir mal ganz schnell weg. Aber Fakt ist, wenn man das so mitbekommt, wie es denn so abläuft, ich komme ja nur, mache ja nur viel mit dem Thema Mobbing. Wie läuft es ab? Naja, also wenn du nicht parteitreu bist und auch nicht immer zu allem Ja und Amen sagst oder vielleicht mal ein Widerwort hast, dann wirst du schon mehr gechast, ausgegrenzt. Dann spricht man mal zwar mit dir und macht dir eigentlich klar, da ist der Weg. Ja, also zuerst kommt die Partei. Und dann kommst irgendwann mal du. Und Idealismus, dass man also vielleicht auch mal was verändern will, ist nicht unbedingt gefragt. Also man muss ein guter Soldat sein. Na, eigentlich glaube ich eher ein Knecht.